Herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto. Im Clan German Godfathers soll es wohl heißen. Der Thumbnail hat es ja schon verraten, dass ich mich hier befinde. Godfathers, ich kenne eine englische, ich glaube, es ist eine alternative Rockband, die man unter der findet man zumindest den Begriff. Aber es kann natürlich auch sein, dass es die German Paten sind. Also eigentlich ist der Film Der Pate ist auf Englisch The Godfather und deswegen weiß ich nicht genau, wo es drauf hinrührt, aber vielleicht kriege ich es ja noch raus. Wir sind aktuell in einem CK. Ich muss nochmal hier oben reingehen, entschuldigt bitte. Sehr aktiver Clan hier, wenn auch im Moment nicht gerade stark befüllt. Man sucht hier händeringend Leute ab Rathaus 6, also gute Rathaus 6er, Rathaus 7er. Hier ist auch alles vertreten, bis hin natürlich zu 9ern, 10ern und wirklich starken 11ern, muss ich sagen. Die auch schon, schätze ich mal, sehr, sehr lange hier in der Legendenliga verbleiben. Der Mehmet 86 mit 240, mit Level 240 ist auch nicht gerade übel. Aber es sind alles nette Leute hier und auch ein bisschen mehrspielaccountig. Einige sind haben während des Clankriegs nochmal gewechselt in einen anderen Clan. Ihr seht es an der Beschreibung, die ist auch kurz und knapp. Alle Rascher werden gekickt. Alle anderen können gerne bleiben. So einfach ist das hier. Da ich mit dem schiefen RH8 Max bin, hat man mich auch hier reingelassen und nicht gleich gekickt, sondern man hat mich gefragt, ob ich mitspielen darf oder mitspielen will. Und das fand ich natürlich wirklich sehr, sehr gut. Dafür bedanke ich mich auch schon mal, dass ihr mich direkt mit in den Clankrieg mit reingenommen habt. Ist immer schwierig, neue gleich einfach so mitzunehmen. Da ist das Vertrauen nicht da, man kennt sich überhaupt nicht. Und da ich aber versprochen habe, dass ich in jedem Fall hier meine Angriffe mache und ich denke mal, ich bleibe vielleicht auch noch ein CK da, fand ich das hier wirklich eine klasse Sache. Das, ich muss nochmal reingehen, entschuldigt nochmal. Das Warlock hier ist relativ kunterbunt, ja, so ein bisschen. Ich fand es ganz witzig, als ich mal gefragt habe, ob ich hier drehen kann, dass das so ein bisschen so ein Hau-drauf-Clan ist, finde ich aber perfekt. Ja, und das passt aber auch zu den Leuten hier. Wir gehen aber jetzt aktuell in den CK rein. Der läuft noch eine Stunde 50, deswegen muss ich ein bisschen anfangen vorzudrehen. Werde dann letztendlich das Ergebnis wahrscheinlich erst morgen früh noch mit an dieses Video hier ranheften. Und deswegen wird es einen kleinen Zeitverzug auch geben. Ich werde das also nicht abwarten, bis hier eine Stunde 50 vorbei ist. Aber es bleibt spannend, denn unser Team hat hier noch zwei Kämpfe zu machen. Damit werden sicherlich Neuner hier noch hoffentlich geplättet. Der Gegner hat noch einen 10er-Angriff, beziehungsweise nee, einen 11er-Angriff und hat noch zwei 10er-Angriffe. Aber ich muss mal gerade gucken, ich glaube, der Kollege hat hier doch jetzt mal seine Lage abgeholt. Ja, weiß man nicht genau, ob der noch angreifen wird. Dann wird es nochmal enger, also der Gegner braucht 4 Sterne zum Gewinnen. Und wir können sicherlich mit den beiden Angriffen hier unten noch zwei Angriffe machen, beziehungsweise zwei Dreier machen. Mal schauen, hier unten hatte ich ja gesagt, der Clan hat alles ab Rathaus 5 oder 6. Oh, okay, das ist, das war, ich weiß gar nicht, warum er den gemacht hat. Wurde er nicht geschafft hier zu Anfang? Ach, den haben die unteren gar nicht erst gemacht. Okay, das ist natürlich doof, das hatte ich jetzt nicht gesehen. Das tut mir an der Stelle leid, dass ich so einen Angriff hier nicht zeigen wollte. Ich wollte euch eigentlich diesen Angriff hier zeigen. Hier aus dem unteren Bereich. Ich hatte ja auch schon mal für mich gesagt, ich kriege das selten mit, dass ich in Clans bin, wo auch in diesen Rathausstufen noch gekämpft wird. Mit dem Chief geht das schon ein bisschen besser. Mit dem Avatar gelingt mir das nicht immer. Und deswegen ist es eigentlich umso schöner, wenn man hier solche Kämpfe und solche Dörfer sieht. Hier wird also akkurat die Clanburg gelockt. Danach werden hier Max Schweine in die Base gejagt. Ich hätte fast gesagt, na, die machen wahrscheinlich schon alles. Ja, aber sie kriegen trotzdem noch ein bisschen Feuer. Aber jetzt die niedlichen, ich glaube, es sind 2er Loons, ja. Absolut krasse Loon-Gang hier. Und die La, ja doch,
Man kann das kaum erkennen. Ich muss mal größer machen. Ah doch, da sind noch die Hocks zugange. Die haben auf jeden Fall die Lage gemacht. Und jetzt wird hier auch schon Cleanup gemacht. Schön einlugen hier auf die Bauhütte des Todes gesetzt. Wunderbar. Nicht vergessen. Top. Schöner Angriff hier. So macht man das hier im unteren Bereich. Ganz easy und ganz piano werden das hier 3 Sterne. Ja, man muss das auch mal überdenken. Man hat ja wirklich nicht so viel Truppen und macht sich dann auch Gedanken, wie mache ich so eine Base hier. Aber super geregelt hier mit 3 Schweinen in der Clanburg und 20 Loons. Gute Sache. Ich habe hier nicht wirklich zum Gelingen was dazu beitragen können. Ich zeig die Angriffe auch. Sie waren nicht so gut. Zumindest einen zeige ich. Der war von mir eigentlich doof geplant. Wir sind hier in diesem CW2 runtergegangen. Das heißt also, erster Angriff ging 2 runter. Deswegen macht hier auch die 16 die 18. Und der 16er hier ist schon ein Rathaus 8er. Das ist der Iceman, der hier die Base hier angreift. Er cleant schon mal so ein bisschen außen. Ja, das sollte man auch echt nicht vergessen. Lockt jetzt schon mal und zieht hier jetzt seinen King so ein bisschen als Ablenkung. Rage den gleich, dann reichen da auch 1-2 Magier für den Babydrachen. Und dann geht's hier mit richtig schöner Kombi rein, nämlich richtig schön mit Riesen. Aber ich denke mal, so eine 6er oder 7er Base, was es hier war, das war jetzt kein Thema, das war ein Overkill. Aber so ist das nun mal, wenn man 2 runter geht. Und wir sind jetzt schon, wir sind immer noch am Runtergehen. Das ist jetzt RH8 auf RH8. Also eigentlich voll auf Augenhöhe, 15 auf 16. Und schöner Drachenangriff, den ich leider mit dem Schief richtig schön verbockt habe. Kommt halt vor, ich bin auch nicht mehr so der Drachenangreifer. Ich habe mir mal gedacht, die Base, ich zeige euch das gleich in der Wiederholung, die machst du mal mit Drachen. Weil ich bin ja eigentlich überhaupt kein Drachenangreifer mehr. Eigentlich ist so ein bisschen mein Ding eigentlich auch ein Gohook oder ein Go-Vibe. Ja, ab und zu auch mal eher selten mit Valkyren. Aber ja, die Base hat sich so ein bisschen angeboten und meine Drachen sind ein bisschen blöd geflogen mit den Loons zusammen. Ja, ein bisschen Pech gehabt. Ist aber nicht so tragisch gewesen. Hier gab es reichlich, die das Ganze dann kompensiert haben. Und das klappt ja auch sehr gut. Also hier gibt es auch im CK natürlich nur Max-Truppen. Das wird hier akkurat angesagt, was hier für ein CK ist und was nicht. Wer hier neu in den Clan reinkommt, bekommt das auch gleich als erstes zu hören. Das ist eigentlich so ziemlich die einzige Regel. Natürlich im Clankrieg die Angriffe gut machen und hier möglichst nicht falsch spenden. Alles andere ist hier in der Regel egal, wenn hier also jemand nicht unbedingt da oben in Legende rumhockt und immer Max-Truppen haben möchte, dann bekommt man hier relativ zügig seine Truppen. Und für mich war, glaube ich muss mal eben schauen, was mein erster Angriff mit dem Schief war, damit wir hier so ein bisschen drin sind. Ja, das war hier die 15. Das war diese Base hier. Eigentlich sieht sie nicht sehr stark aus, ist aber maxed out RA8 von der Def her. Und ich habe mir gedacht, ich mache hier hinten die La eigentlich kaputt, kann sehr, sehr gut mit den paar Lakaien hier schon funneln, dass meine Drachen erst gar nicht großartig anfangen, hier aus der Base rauszufliegen. Gerade die Lager außen dauern denn auch ein bisschen, aber hier gab es überhaupt keine Gefahr und ich habe dann ganz piano hier meine Drachen rausgenommen. Die kriegen jetzt zwar schon ein bisschen Beschuss, aber noch nicht so wirklich viel. Der Feger hat mich eigentlich auch nicht wirklich gestört, aber irgendwie, ich spule das ein bisschen vor, sind die Drachen denn doch blöde geflogen. Dazu kam noch, dass ich die Loons blöd gesetzt habe. Die hätte ich vielleicht auf Höhe der Bauhütten setzen sollen. So sind mir die nämlich nach außen geflogen, machen da die Def weg. Ja, klar machen die Def weg. Ich habe dann noch versucht, mit dem King was zu reißen, dass die Drachen wenigstens nicht nach außen fliegen. Und ist mir auch nicht gelungen, durch das durch dieses Rechteckfeld, was da am Rand ist, sind die doch ein bisschen immer weiter außen geblieben und haben damit geklärt. Und am Ende hat es
natürlich ein bisschen an der Drachenpower gefehlt. Jetzt stirbt auch gleich mein King. Der King hier sehr zentral, hampelt da natürlich auch noch rum. Also auch 3-4 Drachen hätten es wahrscheinlich nicht mehr richtig gerissen, weil eine La reicht dann in der Regel. Ja, hier schaffen wir das gerade noch so, den Magerturm wegzumachen. Aber dann es lag natürlich nicht an der Zeit am Ende, sondern also ich hatte auch keine Zeit mehr, ja, aber die La hätte mich sowieso erledigt, das hätte ich nicht mehr gepackt. Und das war's dann. Ja, ist nicht so tragisch gewesen. Ist ein verbockter AG. Kommt auch bei mir im RH8-Bereich vor. Aber ansonsten haben wir hier gut angegriffen. Fand den CK hier wirklich sehr angenehm, wie er gespielt wurde und auch mit welchen Truppen er gespielt wurde. Das ist schön auf Höhe des Levels auch. Ist ein Clan Level 10. Und ich sag's nochmal, hier wird händeringend ab RH6, also gute RH6er, RH7er gesucht. Und wenn ihr also auf der Suche nach einem coolen Level 10 Clan seid, auch mit kleineren Rathäusern, das ist auch nicht oft, dass Level 10er Clans so niedrig aufnehmen. Also ich finde das absolut in Ordnung. Bei uns wäre das auch so, wenn wir nicht so viele wären. Da wir immer ausgebucht sind, kommt das halt nicht vor, aber in Clans wie hier wurde die Tage auch richtig nochmal aussortiert. Ja, also alles, was hier gerusht war oder was hier überhaupt nicht aktiv ist, das fliegt hier knallhart. Da kennen die hier auch kein Pardon und kicken hier ohne großartige Ankündigung. Ich meine, wenn die Leute hier auch gar nichts machen, nicht aktiv sind, nicht spenden, was willst du dann mit dem in so einem Clan haben oder in so einem Clan machen? So, ich wollte aber ein paar schöne Angriffe zeigen von der Truppe hier, der Bett 3 Mister heißt es, glaube ich, oder Meister, Bett 3 Meister heißt es, so heißt es, ja, kommt hier mit meinem ungeliebten Erdbebenzauber raus. Ich sage ja immer, Erdbeben ist was für Mädchen, ja, aber kommt hier wirklich richtig, richtig gut in die Base rein. Und die Base ist jetzt ja, schon relativ stark, aber die Valkyren erledigen hier doch einiges und fressen sich hier ganz, ganz smooth durch die RH8-Mauern noch durch. Also ich sehe da hinten auch ein paar Siebener, das ist dann natürlich so ein bisschen gefundenes Fressen für Valkyren. Also da kann man durchaus mit angreifen, weil ja doch Valkyrenangriffe, gerade so mit Erdbeben, ist ein bisschen zwiespältig, ist oftmals eine 2-Sterne-Taktik. Hat hier natürlich auch noch eine starke Queen im Backhand jetzt mit Level 20. Ich sehe gerade, da fehlt sogar einer, nämlich der King. Ja, ist natürlich super, dass die beiden bzw. das Pärchen hier mit dem Golem das noch gerissen haben. Aber richtig schön, die Queen macht jetzt für den Golem hier nochmal die Mauer auf. Jetzt tankt er schön den Bogenschützenturm, weil der nochmal tief steht für die Queen. Und das kann natürlich ein Problem sein, aber schön gemacht hier. Und super Zusammenspiel hier zwischen Queen und Golem. Ja, sauber. Tolle 3 Sterne. 7 auf 11, überhaupt kein Thema. Jetzt kommen wir schon in die etwas höheren Regionen, wo nicht mehr unbedingt 3 Sterne gemacht wurden. Aber wir gucken hier den Vedrom an. Oder Vedrom heißt es. Petrom, ja. Entschuldigung. Das ist RH10 auf ein starkes RH9 hier. Das ist auch nicht immer selbstverständlich, dass man hier 3 Sterne holt. Das wisst ihr selber. Wer ein RH10 spielt, muss auch starke 9 ab und zu mal machen. Wenn man noch nicht so starke Helden hat, und hier gehen die Helden aber, sind auf einem guten Weg. Die anderen Truppen, jawohl, Maxt, Mauerbrecher und auch mit den Bolern schon auf 2. Jetzt hat er hier zwar ein Problem in der Mitte, dass nämlich eigentlich alles außen rum rennt. Die Queen jetzt doch noch sich in der Mitte bemüht, aber die beiden Gift hier haben zumindest den Loons und jetzt auch den Drachen zugesetzt. Jawohl. Super Sprung hier. Hier kann alles jetzt richtig schön durch die Base hüpfen. Also der war wirklich klasse getimed in der Mitte.
dass die Clanburg ist ja auch ein bisschen härter von den Hitpoints her. Und dann dauert es eine ganze Masse. Oh, ich muss sagen, habe ich schon länger nicht gesehen. So einen guten Angriff hier mit Bolern und Hexen jetzt bei RH10. Ich selber muss sagen, habe das, glaube ich, erst einmal gemacht mit meinem RH10-Account. Und auch mehr recht als schlecht. Also, das muss ich üben. Wie ich ja sowieso alles üben muss. Und hier waren das aber schöne 3 Sterne. 4 auf 7. Oben brannte so gut wie gar nichts an. Da haben also schon die Rathaus-Elfer richtig gut gerockt. Okay, der Dreier greift also doch noch an und macht hier ein. Ich würde die Base jetzt nicht zeigen. Macht hier ein. Ah doch, wir gucken uns den Angriff an. Wenn wir hier live drin sind, dann sind wir hier live drin. Und gucken mal, wie sich der RH10 hier auf das RH9 schlägt. Mal sehen, ob er hier den 1 Stern rausholt. Denn ich gehe mal davon aus, obwohl das ist der Dreier. Ja doch, das ist der, der eben noch gepennt hat. Mal schauen, ob der hier wirklich mit seinen Truppen durchkommt. Ich hatte ja gesagt, gerade so, jetzt hat er Only Valkyren und die müssen da jetzt Mauer durch Mauer. Da hat er natürlich wirklich kleine Felder hier, wo die sich durchfressen müssen jetzt. Und jetzt wird schön der Golem geheilt. Hier unten geht der Heiler noch nicht drauf. Sprung ist auch gut gesetzt. Mal gucken, ob das 3 werden. Wenn das 3 werden, hat der Gegner immerhin einen Stern mehr geholt. Und das sieht ganz verdächtig danach aus. Mal sehen, ob die beiden Dev-Gebäude da, die Kanone und der Bogenschützenturm, das jetzt noch wegkriegen. Ah, nee, das schaffen sie nicht mehr. Weil nämlich der Golem jetzt schön tankt. Und hier außen die Valkyren natürlich relativ schnell die Gebäude jetzt wegmachen. Aber er hat hier hinten noch ein Lager. Mal gucken, in 33 Sekunden würde ich sagen, das bleibt bei 2 Sternen. Ja, jetzt sowieso, weil die müssen nochmal hin hier hinten zum Lager und müssen hier nochmal zum Lager. Und das werden auch die schnellen Valkyren. Oh nee. Das kann eine ganz enge Sache werden, weil der Golem natürlich zwar Minimalschaden macht, wenn er gleich platzt, dann kriegen die Gebäude nochmal Schaden. Aber 8 Sekunden, 7, 6. Ja, wenn der Gegner ein Fuchs ist. Der Gegner war kein Fuchs. Okay, der Gegner war kein Fuchs, denn er hätte den Erdbebenzauber nutzen können. Der hätte unter Umständen der Kanone zugesetzt. Da war leider ein bisschen, hat er nicht aufgepasst. Gut für uns, ja, immer noch 4 Sterne zum Sieg. Und jetzt wird es für die Kollegen hier schon relativ schwer für die beiden. Hier unten spielt sich nichts mehr ab. Aber wir wollten ja nach hier oben hin. Hier oben hat der Mehmet 86 angegriffen, so wie er es auch angekündigt hat. Das war kurz und knackig. Ich mache mal eben die 1 und die 2. Ja, so nach dem Motto. Ja, ich denke mal, für 2 Sterne ist der Mehmet auch schon relativ lange, schätze ich mal, in Legende. Der hat schon richtig viele Punkte da gesammelt. Und dann weißt du natürlich, wie du mit deinen Truppen eigentlich angreifst. Obwohl das hier schon eine richtig knappe Sache war. Also da hat er so ein bisschen das Glück des Tüchtigen gehabt hier an der Stelle. In der Mitte der King jetzt am RH. Ja, also das war, ist, da sieht man hier Max Helden. Jetzt kommen da ruhig die Clanburg-Truppen. Und jetzt holt er einmal aus in Wut. Das packt er natürlich jetzt nicht mehr großartig weiter. Jetzt sind es erst 40%. Er hat jetzt oben noch den Warden mit 1-2 Bowlern und den Heilern und der Queen. Jetzt kommen die Clanburg-Truppen und hurra, der Warden zielt mit auf den Drachen. Ist natürlich nicht schlecht. Ja, man hat sich natürlich am Ende dann gefragt, warum steht der Warden auf Luft? Weil er wahrscheinlich vorher Lalun-Angriffe gemacht hat und deswegen stand er noch auf Luft. Also hier waren es dann knapp 53%, macht aber nicht. 2 Sterne im oberen Bereich sind absolut top. Das wirst du selber. Und die Queen wird immer noch weiter geheilt. Ach nee, das werden ja noch ein paar Prozent mehr, glaube ich. Am Ende. Aber gut gerissen hier. Und schöne Kämpfe hier von den oberen RH11 auch. Muss ich sagen. Also
Das sind schon auch erfahrene Angreifer hier, die wissen, wie man Clash of Clans spielt. Auch wenn es manchmal mit der Haut-drauf-Methode ist. Ja, tolle Sache hier. Ich freue mich, dass ich hier sein konnte. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das hier schon das Ende war. Ich muss mal eben gucken, was hier noch auf ist bei uns. Ist, glaube ich, ja gut, da ist ja die 9 auf und die 8 ist noch auf, an wo man überhaupt noch Sterne holen kann für einen Gegner. Man kann also ein bisschen abschätzen. Und der hat sich auf der 12 schon schwer getan. Der hier greift vermutlich gar nicht mehr an. Das wird nichts mehr. Ich würde fast sagen, das Ding ist gewonnen. Aber ich würde das trotzdem ans Ende des Videos noch pinnen. Also ich mache jetzt erstmal eine Pause mit dem Schief und dann drehe ich das heute Nacht oder morgen früh noch ab und sag noch ein paar kleinere Sätze hier dazu. Aber schon mal danke an den Clan, dass ich hier dabei sein durfte und bis später. Großer Zeitsprung hier beim Schief im Dorf und oh, wieder so fett abgefarmt. Naja, und wir schauen mal rein in den letzten CK, der gewonnen wurde. Super gemacht hier noch am Ende. Es wurde noch ein Stern hier vom Chris geholt auf die Nummer 8. Damit musste der Gegner 5 Sterne aufholen. Das ist ihm natürlich nicht gelungen. 3 hatte aber immerhin noch gemacht, der Gegner. Und damit ein super CK hier für die German Godfathers. Ich freue mich, dass ich auch im nächsten CK wieder dabei sein darf. Dieser wird nämlich richtig bockschwer. Burgen sind schon wieder befüllt. Perfekter Clan hier. Und das, was ich eigentlich noch sagen wollte, ihr könnt die Werbung zu mir dann wieder rausnehmen. Finde ich absolut klasse, dass sich jemand die Mühe gemacht hat und einmal kurz auf meinen Channel verwiesen hat. Wirklich super, ihr seid echt eine klasse Truppe hier. Und freue mich auf den nächsten Clankrieg hier mit euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.